Die Grenze West-Berlins zu Ost-Berlin und zur DDR ist 166 Kilometer lang. Und durchschneidet 192 Straßen. Auf einer Länge von etwa 107 Kilometern steht eine Mauer. Die ausgebauten Grenzanlagen bieten prinzipiell das folgende Bild. Die Wand besteht aus 2,5 Tonnen schweren Betonsegmenten. Von der DDR entwickelt und gefertigt wurden. Dahinter, auf östlicher Seite, verläuft ein mindestens 5 Meter breiter Todesstreifen mit freiem Schussfeld, Alarmdrähten und Kettenhunden. Wegen der Schaffung dieses Todesstreifens wurden ganze Häuserreihen wie in der Bernauer Straße einschließlich der Gemeindekirche gesprengt. Flüchtlinge, die den Todesstreifen bereits erreicht haben, werden ohne Vorwarnung geschossen. Es folgt ein Graben, der den Durchbruch von Fahrzeugen verhindern soll. Von Wachtürmen ist überall Einsicht und nachts beleuchtet man das Gelände taghell. Danach kommen ein Patrouillenweg, Hundelaufanlagen, Wachtürme, Schutzbunker und schließlich eine zweite Mauer. Die Mauer entstand ab 13. August 1961. Als eine nach westlicher Auffassung barbarische Notlösung zur Abgrenzung der politischen und wirtschaftlichen Systeme von Ost und West.